Es ist Sonntag, der dritte Advent. Ich schreibe gerade meinen Newsletter, der immer montagmorgens rauskommt. Und ich werde heute über das Pareto-Prinzip schreiben. Und während ich da so saß, dachte ich, Mensch, ich habe in der letzten Woche mehrere Gespräche gehabt, wo ich dachte, ich muss mal ein bisschen über meine Arbeit reden, über das, was ich so tue. Weil ich merke, dass sogar die Menschen, die jede Woche mit mir oder jede zweite Woche bei mir im Coaching sind, die Schulen, die ich wirklich ganz intensiv begleite, immer wieder Fragen haben. Was machst du denn eigentlich noch, außer dem, was du mit uns machst? So, was biete ich aktuell an? Ich biete die Ausbildung an zur souveränen Führungsperson. Die beginnt immer zweimal im Jahr. Der nächste Start ist Mitte März. Die Anmeldung läuft schon. So, und das heißt, du kannst dich entscheiden, 3 Monate, also über 12 Wochen, durch alle 7 Räume der Führung gemeinsam mit einer Gruppe zu gehen. Du bekommst zu dir nach Hause ein Journal geschickt, das hat irgendwas über 130 Seiten, wo du deine Notizen machen kannst während der Ausbildung, wo du aber auch die Inhalte nochmal schriftlich schön auf einem tollen Papier hast, zum Nachlesen, zum Drinschmökern und so weiter. Die Inhalte ansonsten bekommst du über MemberSpot. Das ist eine ganz einfache Videoplattform. Warum habe ich mich dafür entschieden? Ich habe am Anfang die 7 Räume immer erzählt. Ja, wir haben uns online getroffen und ich habe erzählt, worum es geht bei der Standfestigkeit, worum es geht bei der Leidenschaft und so weiter. Und dann haben wir Übungen dazu gemacht. Ja, und irgendwann habe ich gemerkt, ich will das einmal richtig erzählen und dann können wir uns bei den Community-Treffen, die gibt es nämlich auch. Es gibt immer einmal in der Woche 1,5 Stunden von 19 bis 20:30 Uhr, wo wir uns dann treffen und die Themen, die du dir über Videos, Übungen, über PDFs und so weiter angeguckt hast, und damit gearbeitet hast, wo du noch mal Fragen stellen kannst, wo wir eine Co-Kreation miteinander machen. Was das genau ist, erzähle ich dann. Und wo wir einfach Austausch miteinander haben, auch noch mal Übungen und noch mal konkreter, es darum geht. Es ist schon, während du die Videos guckst, sehr konkret. Meine Erfahrung ist, dass die Umsetzung sofort stattfindet. Ja, also du guckst dir das an, du kannst auf Pause gehen, du kannst es dir wiederholen, du kannst nochmal zurückgehen. Eigentlich ist es vor allem auch nochmal eine Flexibilität für dich, bezogen auf deine Zeit und bezogen auf das, wie du dir die Inhalte reinholst. Die eine Person, der ist es total. Für sie ist es passend, dass sie ganz schnell durch die Räume durchgeht, sich einen Überblick verschafft vielleicht und dann noch mal wieder anfängt. Und neulich hat eine Teilnehmerin gesagt: Sag mal, ich kann immer nur ein Video gucken. Dann muss ich das erstmal verarbeiten, dann probiere ich das auch mal aus, spreche mal mit einer Kollegin drüber und dann gucke ich das nächste. Und das ist doch total toll, ja, wenn es so individuell geht. Und wenn du Schulleiterin oder Vorstand bist, hast du vielleicht auch gar nicht so arg viel Zeit, dass du dich immer ganze Wochenenden mit mir vergnügst und mit mir das ganze Wochenende triffst. Ja, also das zum Hintergrund, warum es online ist, dir online zur Verfügung steht. In der Ausbildung hast du auch 3 1:1 Coachings mit mir, wo wir auch noch mal ganz genau deine Themen, deine Situation, wo du gerade stehst, deine Fragen angucken. So, das ist die Ausbildung, 3 Monate durch alle 7 Führungsräume. Macht total Spaß, ist gut für dich geeignet, wenn du neu in der Führung bist oder auch wenn du das Gefühl hast, Mensch, ich habe es nie wirklich gelernt. Ich mache es zwar schon länger, aber irgendwie merke ich auch manchmal Widerstände gegen die Rolle oder ich merke manchmal, dass ich es mir gern leichter machen möchte. Oder kennst du das Gefühl, dass du dich so wie selbst am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehst? Also, dass du merkst, ich bin so nah an allem dran, mir fällt es ganz schwer, mich selbst zu reflektieren in meiner Führungsrolle. Dann ist die Ausbildung tipptopp wirklich gut für dich geeignet. Die zweite Möglichkeit ist, dass du erstmal reinschnupperst. Ich biete im Januar einen Online-Tag, einen Samstag von 9 bis 16 Uhr an.
Der ist, jetzt muss ich spicken, am 28. Januar. Das ist ein Kompaktkurs und da gibt es einen Early-Bird-Preis jetzt noch bis 31.12. Und das Coole ist, wenn du danach die Ausbildung buchst, war der Kurs umsonst. Also bis auf die Zeit, die du natürlich investierst und die Gedanken. So, und worum geht es in dem Kompaktkurs? Da werden wir in den Raum der Standfestigkeit schwerpunktmäßig gehen und werden uns angucken, deine Führungsrolle, wofür stehst du zur Verfügung? Du wirst einige Impulse, Inspirationen bekommen. Es wird Reflexionsräume geben. Und das ist in der Gruppe sehr, sehr schön, sehr, sehr, ja, verbindend. Also du wirst dich nähern an diesem Samstag. Also du wirst neue Impulse bekommen, inspiriert werden, aber auch merken, ich bin nicht allein mit den Themen und da gibt es Menschen, mit denen kann ich mich vernetzen und die sind gar nicht so anders als ich. So, dann kannst du dich entscheiden, wenn ihr eine größere Schule seid, komplett mit deinem Führungsteam bei mir die 7 Räume zu machen. Dann haben wir Coaching. Also ich fange mal an mit einem Kick-Off, wo das Projekt vorgestellt wird, wo wir einmal durch alle Räume gehen. Das sind 2 halbe Tage, meistens ein Freitagnachmittag und ein Samstag, so bis 15 Uhr, wo ich auch zu euch in die Schule komme und wo wir praktisch einmal durch alle Räume gehen und das mit einem sehr schönen Austausch miteinander ist und einer sehr schönen Gemeinschaft. Und dann findet einmal im Monat ein Jahr lang 1,5 Stunden Online-Coaching statt, wo ihr zusammenwachst zu den 7 Themen zu den 7 Räumen als Leitungsteam. Es kann sein, dass ihr dann auch entscheidet, Schwerpunkte zu setzen und mit eurem kompletten pädagogischen Team an gewissen Dingen zu arbeiten. Das können wir dann im Einzelcoaching vorbereiten. Oder ich komme und wir führen das gemeinsam durch. Oder ich führe es für euch mit eurem Team durch, wenn ihr mehr Lust habt. Organisatorin, nicht Durchführerin zu sein, sondern dass ich das durchführe und ihr eher Teilnehmende auch aus der Leitungsrolle heraus seid. So, und dann gibt es bei mir schlussendlich noch 1:1 Coaching. Und das sind meistens Pakete von 8x1,5 Sitzungen. Manchmal machen wir auch 2 Stunden. Das hängt meistens davon ab, wie viele Mitarbeitende du hast oder wie viele Themen du angehen möchtest. So, und dann treffen wir uns 14-tägig online. Und das kannst du über 3 oder 6 Monate machen. Und das ist, wenn du mehr Lust hast, weniger in die Führungsräume zu gehen, sondern mehr wirklich deine Situation mit mir gemeinsam anzuschauen. Manchmal erweitert sich das 1:1-Coaching und das Führungsteam kommt komplett zu mir oder ein Vorständin bringt dann die Schulleitung mit dazu oder eine zweite Vorständin kommt dazu oder das entscheiden wir dann gemeinsam. Das hat bis jetzt immer sehr, sehr gut in einer partizipativen Entscheidung stattgefunden. Ich bin generell relativ flexibel in dem, wie ich mit euch arbeite. Das merkst du ja auch, weil es ist mein Herzensthema, Schule voranzubringen und gesund, stabil, zukunftsfähig und mit einem einfach coolen Konzept, das möglichst personenunabhängig ist. Also es ist auf der einen Seite in meiner Arbeit wichtig, dass du dich besser kennenlernst und merkst, wie du die Führungsrolle ausfüllen willst, dass du es kannst, wie du es machen willst, dieses Gestaltende, da begleite ich dich gerne. Und auf der anderen Seite auch immer hinzugucken, wie kann ich die Themen so aufstellen, dass sie meine Einrichtung stabilisieren. Das heißt, dass auch wenn ich mal nicht mehr da bin, die Führung immer noch läuft. Ja? Wenn ich mal krank bin oder auf einer Fortbildung bin, die Führung immer noch läuft. Also auch zu überlegen, nicht nur vieles zu tun oder vieles gut zu machen, sondern auch die Dinge wirklich, also richtig zu machen. Also einmal zu Ende zu denken, einmal richtig gut durchzudenken, damit sie dann so aufgestellt sind, dass wir sie wiederholen können, egal ob wir es selber machen, ob es jemand anders macht, ob wir Teile delegieren. Und die 7 Führungsräume, da findest du hier bei YouTube ja noch weitere Videos, wenn du Lust hast, da reinzugehen. Da gehe ich bei dem Video jetzt heute gar nicht inhaltlich ein. Soweit erstmal. Das wollte ich dir jetzt mal erzählen. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du dich meldest. Ich werde unten
meine Kontaktdaten natürlich verlinken. Und wenn du Lust hast, dann machen wir einfach mal einen unverbindlich kostenlosen Call für dich, wo wir uns 30 Minuten kennenlernen und du ja merkst, wie es ist, mit mir zu arbeiten, und ich auch merke, wie es ist, mit dir zu arbeiten, sodass wir uns beide frei entscheiden, ob das was ist und mit uns beiden. Und ja, es ist ja immer was Persönliches auch. Ich danke dir fürs Zuschauen. Deine Sandra.